Hurricane Matthew ist nun von der Ostküste der USA abgezogen, aber seine Schäden, die sind geblieben. Zurück in Melbourne Beach und man sieht schon, hier hat es doch einiges an Zerstörung gegeben. Wobei man aufpassen muss, man unterscheidet zwischen dem Meer und dem Inlandfluss. Und wir stehen auf der Seite des Inlandflusses. Durch die Rotation kam der Wind von West und hat den Inlandfluss hier reingedrückt. Und wie das ist, das können wir uns hier anschauen. Wir haben hier so ein kleines Gartentor. Und da sieht man, wie der Inlandfluss hier das Tor aufgedrückt hat. Mit unglaublicher Gewalt und Wucht muss das passiert sein. Es ist total verbogen und das Tor war zu. Man sieht hier unten den Steher, das wurde einfach aufgedrückt. Genauso, da sieht man auch hinten das Boot, hier an Land gespült, das ist auch ziemlich zerstört. Ich glaube, das ist ein Totalschaden. Und auch hier an den Seiten sieht man sehr gut, wie das Wasser seinen Weg genommen hat. Die ganzen Gartenlatten oder dieser Zaun wurde hier einfach durchgedrückt. Entlang dieser Straße, wo der Inlandfluss ist, massive Schäden. Die Platten, wo die Fußgänger gehen, wurden unterspült, wurden richtig angehoben. Die Einsatzkräfte sind unterwegs, Bagger, Boote auch, die man sieht, die an Land gespült worden sind. Ja, und wir fahren oder sind jetzt diese A1A, die direkt an der Küstenstraße hier im Osten von Florida entlang führt, entlang gefahren und haben alles Mögliche an Schäden dokumentiert. Wobei man wirklich sagen muss, es ist hauptsächlich Windschaden. Der Sturm ist das Problem. Es hat umgestürzte Schilder gegeben. Wir haben große Schilder. Daran sieht man auch die Gewalt des Sturms, der hier geherrscht hat. Wie gesagt, das Auge ist etwa 40 Kilometer offshore, wie man hier sagt, also am Meer draußen vor der Küste vorbeigezogen, hier an der Ostküste von Florida. Anhand dieser Tonne kann man auch schon sehr gut erkennen, welche Gewalt dieses Wasser hat, wie das hier zerdrückt wird. Und wir reden hier aber vom Inlandfluss, der zwischen der A1, also A1A und dem Meer liegt. Also nicht das Meer. Jetzt kann man sich vorstellen, wäre hier Flut gewesen, dann schaut das um ein Vielfaches schlimmer aus. Weil man muss echt unterscheiden zwischen Sturmschaden, Hurrikanschaden vom Wind und Wasserschaden. Und wir sehen die Unterschiede. Wir sind die A1A entlang gefahren. Man sieht eigentlich hauptsächlich hier Windschäden und die Erosionsschäden am Meer. Bis einen Meter hat das Meer hier den Sand abgetragen. Normal läuft der Sand hier flach ins Meer. Und nun haben wir eine Kante von einem halben Meter bis zu einem Meter. Es wird hier viel gearbeitet. Man sieht auch den Strommasten da hinten, da so schief daherhängt. Die Leitung hängt da unten runter und das ist das Problem. Es gibt hier keinen Strom. Und die Leute brauchen ganz dringend Strom, denn so können sie nichts reparieren. Ohne Strom sind natürlich auch hier die Tankstellen nach wie vor nicht benutzbar. Man muss es immer wieder betonen. Die Warnungen waren sicher nicht übertrieben. Es war das Glück. Drei Faktoren. Der erste Faktor, dass der Hurricane 40 Kilometer vor der Küste doch gezogen ist und nicht direkt die Küste getroffen hat. Dann weiters ist die innere Eyewall, also das innere Auge, die größten Sturmwinde um das Auge, sind kollabiert und sind in den äußeren Ring, der etwas schwächer ist. Das hat den Hurricane massiv leichter gemacht, also schwächer, ist eine Stufe dann gleich gefallen auf 3 statt 4, das war die zweite. Und das dritte, das eben nicht Flut war, sondern Ebbe, in diesem Bereich. Weiter nördlich, also sprich Daytona Beach und St. Augustine, dort ist es mit der Flut gekommen und darum sind dort auch die Schäden größer. Und wenn wir die Schäden hier sehen, was hier alles kaputt gegangen ist, nur durch den Inlandfluss, dann kann man sich vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn wir hier eine Kategorie 4, der hier das Land getroffen hätte und es waren nur 40 Kilometer und dann auch noch die Flut dazu gehabt hätten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen erklären, wie das hier alles passiert und warum die Warnungen so wichtig sind, dass man sie ernst nimmt. So viel hier vom Melbourne Beach in Florida an der Ostküste. Die Aufräumarbeiten werden noch für viele Wochen hier weitergehen und hoffentlich kriegen die Leute hier bald wieder Strom. Mein Name ist Andreas Stiedl von Wetter Online.